Tausende Leseratten stürmten auch im Jahr 2011 durch die Pforten der Frankfurter Buchmesse. Hinter den Türen der Halle 3 befand sich unter anderem die Comicabteilung. Besonders war dieses Jahr die Veranstaltung des EMA-Verlages. Nach über 10 Jahren kehrt die Kämpferin für Liebe und Gerechtigkeit nach Deutschland in Form eines Mangas zurück. Sailor Moon. Unter der Anleitung der verantwortlichen Redakteurin Tamara Castle fand ein Quiz rund um Sailor Moon statt. Moderiert wurde das Ganze von der ersten Synchronsprecherin Sabine Bohlmann. Hier ein kurzer Einblick. Jetzt aber zum Quiz. Ich begrüße euch nochmal sehr herzlich. Mein Name ist Sabine Bohlmann. Ich habe in den ersten 50 Folgen die Sailor Moon synchronisiert. Wollt ihr mal was hören? Ich bin Osagi Tsukino, 14 Jahre alt, gehe in die Mittelschule und ich bin eine echte Heulsoße. Wieder erscheint bei EMA und man kann auch ein paar Bände gewinnen, wenn man sich auskennt. Habt ihr Lust dazu? Cool, dann fangen wir an. Also es gibt eigentlich 3 Runden. In der ersten werde ich euch ein paar leichte Fragen stellen, da könnt ihr dann direkt ein Band gewinnen. Und dann werden wir noch 2 Teams zusammenstellen von je 3 Leuten, Fachmännern und Fachfrauen von Sailor Moon. Und die können einen richtig tollen Preis gewinnen, weil das Team, das gewinnt, die bekommen 1 Jahr ein Abo mit diesem Buch. Frage 1. Ist das richtig? Nein. Heißt er denn in der neuen? Usagi Tsukino. Original heißt er so Usagi Tsukino. Okay, also ich finde beides stimmt. Oder? Wir haben es. Ein Applaus! Oh, wow. Meint ihr, wie viele Bücher? Welche ist die erste Sailor-Kriegerin, die Sailor findet? Sailor Merkur! Also so haben wir die erste leichte Runde schon hinter uns. Und jetzt stelle ich ein paar bisschen schwerere Fragen. Und die sechs, die jetzt die Fragen beantworten können, die kommen hier auf die Bühne und werden aufgeteilt in 2 Teams. Seid ihr bereit? Was hat Kätzchen Luna am Anfang auf der Stirn? Also nicht so schnell antworten, das ist eine Faktenfrage. Oh, ich weiß es, ich habe die schon weggeschlagen. Ein Pflaster? Ja, ein Pflaster. Kommst du ins Team? Wie heißt du? Jill. Wie Jill? Magst du ins Team Usagi oder ins Team Luna? Usagi. Okay, fangen wir mal hier an. Usagi, rechts. Das habe ich schon gesagt, das ist zu leicht. Von wem ist Mamoru die Wiedergeburt? Ach komm, das ist doch so schwer. Endymion. Jawohl. In wen ist Chibiusa verliebt? In den Mamoru. Beziehungsweise in den nächsten Staffeln ist es ja der Pegasus. Jawohl. Applaus. Wie heißt du? Adel. In welches Team magst du? Usagi oder Luna? Wie heißt die Band der Sailor Starlights? Der
Ja, ihr sitzt ein bisschen gefährlich, aber... Also es ist so, ich stelle die Frage und wer denkt, er weiß die Antwort, versucht den Mondstein in das Universum reinzuwerfen. Ich glaube, es steht ein bisschen... Und wer rein wirft und wer es trifft, der darf die Frage beantworten. Aber, jetzt kommt es noch, wer die Frage falsch beantwortet, gibt praktisch dem Nebenteam, dem anderen Team, einen Punkt. Also nicht einfach werfen und irgendwas sagen. Hat das verstanden? Ist ganz schön kompliziert. Und welches Team zuerst drei Fragen richtig antwortet? Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Der gewinnt das Abo mit 12 Bänden. Ja, jeder darf einmal Probe werfen. Werft einfach. So. Mein Mikro geht nicht, daher muss ich mir kurz deins ausleihen. Auch das Verliererteam, wer auch immer es von euch beiden sein wird, braucht gar nicht traurig sein, weil ihr gewinnt nämlich ein Abo mit 6 Bänden. Also haben quasi beide Teams schon gewonnen. Sechs Bände ab der ersten Ausgabe, oder? Das können wir dann nachher ausmachen. Das heißt, wenn du den ersten schon hast, bekommst du natürlich 2 bis 7. Trotzdem sind 12 besser als 6. Also strengt euch an. So. Seid ihr bereit? Wir unterstützen nochmal die Teams. Erste Frage. Wie erschien der heilige bzw. magische Silberkristall zum ersten Mal? Indem sich alle Regenbogenkristalle vereint haben in der Serie. Im Manga ist aus der Träne. Ihr habt einen Punkt. Applaus! Erschien Sailor Moon zum ersten Mal in Japan? 92. Und das ist richtig! Dritte Frage. Wie wird Sailor Pluto von Chibiusa genannt? Was? Du warst es, oder? Du hast getroffen. Ich habe daneben getroffen. Achso, okay. Niemand hat getroffen, oder? Das geht nicht. Wir machen nochmal alle werfen. Jeder, der weiß, also durch die Frage, wie wird Sailor Pluto von Chibiusa genannt? Ja, das war ja so. Also pass auf, wir machen eine neue Frage. Ich habe ja so viele Fragen, wäre ja schade drum. Erscheinen alle so leicht, weil die wissen so viel. Wer ist die beste Freundin von Chibiusa? Sailor Saturn. Jawohl! 2-1. Wie wird Sailor Pluto von Chibiusa genannt? Po. Wie? Po? Bei mir steht Po. Heißt das Po? Wollen wir nochmal hören, wie sagt ihr in der Serie? Pu oder Po? Also in der Serie sagt sie Po. Das war auf jeden Fall ein Punkt. Schon allein die Stimme. Wir haben 3 Punkte. Wir haben einen Gewinner. Applaus! Und wir haben einen zweiten Gewinner. Applaus! Also ihr macht hier mal alles mit Adressen und so, oder? Genau. Und das war's dann im Prinzip schon. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht.